Nicht wirklich. Also ich bin tatsächlich der Meinung, dass jeder so ein bisschen seine eigene Wahrheit sieht, empfindet und sich auch im Nachhinein zurechtstrickt. Und in meinem neuen Buch geht es natürlich auch um verschiedene Perspektiven auf die Wahrheit. Und ich glaube, da liegt auch so ein bisschen die Spannung. Es ist ja ein sehr vieldeutiger Titel und ich glaube, das löst das Buch auch ein. Ja, absolut. Nicht die Wahrheit, sondern die Wahrheit. Guter Punkt. Tatsächlich geht es in meinem neuen Roman um eine Frau, die vor vielen Jahren ihren Mann verloren hat. Allerdings nicht, ihr Mann ist nicht gestorben, sondern ihr Mann ist verschwunden. Er ist vor 7 Jahren bei einer Auslandsreise verschwunden, nie zurückgekehrt. Sie hat auch ein Kind mit ihm, das er nicht hat aufwachsen sehen. Und eines Tages, als sie sich eigentlich schon damit abgefunden hat, dass er nicht mehr zurückkommen wird, wird ihr mitgeteilt, wir haben ihren Mann gefunden und er wird dann zurückgebracht im Flieger. Aber der Mann, der dem Flugzeug entsteigt, ist sehr offensichtlich nicht ihr Mann. Da haben wir eine Lüge und nach im Verlauf der Geschichte bekommen wir aber mit, dass es im Leben meiner Protagonistin noch ganz andere Lügen gibt oder beziehungsweise andersrum gesagt Wahrheiten, die aufgedeckt werden können. Und da geht es so ein bisschen hin und her. Und die verschiedenen Perspektiven, denn auch der Fremde, der diesem Flugzeug entsteigt, kommt zu Wort. Der hat natürlich auch einen Plan. Der hat auch, bei dem gibt es auch eine Wahrheit, nach der er sucht und forscht. Und ja, so spiegelt sich das dann so ein bisschen im Titel wieder. Das nicht konkret, aber ich muss sagen, dass du sprichst da was Interessantes an. Denn oft hat man ja so ein bestimmtes Bild, von dem aus sich dann der Rest des Buches verästelt. Und für mich war das tatsächlich dieser Moment am Flughafen, die Maschine landet, da steigen Menschen aus und der, auf den man wartet, steigt nicht aus. Und ich weiß nicht, es gab jetzt nicht einen konkreten Anlass für genau diese Geschichte, aber ich war schon immer fasziniert von Flughäfen oder insgesamt von Orten, an denen Menschen zusammenfinden, sich verabschieden, wieder neu zusammenkommen. Man sieht auch oft Menschen sich umarmen und weinen, ne? Oder man sieht oft Leute, die auseinandergehen und weinen. Das sind so emotionale Orte, an denen unglaublich viel, ja, Diversität auch herrscht, so an unterschiedlichen Menschen, wo ganz viele Menschen zusammenkommen und wo auch viele Emotionen zusammenkommen. Und das ist schon, glaube ich, auch so was so in dieses Grundbild, was mich auch so ein bisschen inspiriert hat, was da auch sehr, sehr drin steckt, in diesem Flughafenbild. Ja. Ich glaube, dass das auf jeden Fall wieder eine Figur ist, hinter der am Ende mehr steckt, als man erstmal annimmt. Und eine Figur, die sich sehr behaupten muss. Mir ist nie daran gelegen, so eine Damsel in Distress zu erschaffen, die dann von irgendwem gerettet werden muss. Also mir ist schon immer sehr daran gelegen, dass klar ist es ein Thriller, klar muss sie in irgendeiner Gefahrensituation sein, aber mir ist immer daran gelegen, dass meine Figuren sich da selbst draus befreien und dass sie keine Opfer sind, in keiner Form. Und ich glaube, dass diese Figur ganz anders ist und ganz anders tickt als meine Protagonistin aus Die Falle. Aber es gibt sicherlich auch bestimmte Gemeinsamkeiten, die wahrscheinlich einfach aus meiner Autorenpersönlichkeit gespeist sind. Aber ich glaube, Sarah ist noch mal tougher als Linda Konrads. Mehr verrate ich nicht. Bei mir hat bisher sowohl in Die Falle als auch jetzt in Die Wahrheit die Geschichte sehr das Geschlecht der Protagonistin bestimmt. Die Geschichte, die ich da erzählen möchte, hätte nicht funktioniert, wenn da ein Mann wäre, dem dann plötzlich eine Hochstaplerin ins Haus kommt. Denn ein Mann ist für eine Frau nun mal einfach bedrohlicher als eine Frau für einen Mann, zumindest so, wie ich die Geschichte erzählen wollte. Denn ich wollte die Geschichte nicht mit brachialer Gewalt erzählen, sondern mit psychologischer Finesse. Und es hat sich einfach angeboten, dass es wieder eine Frau ist. Aber das war jetzt nicht so, dass ich immer unbedingt eine weibliche Ich-Erzählerin haben muss. Also mal gucken, was das dritte Buch bringt. Aber ich habe natürlich wahnsinnigen Spaß an diesen starken, aber facettenreichen Frauen. Ich mag keine Figuren, die nur Blaupausen sind, weder in der Schwäche noch in der Stärke. Also ich wollte jetzt keine reine Amazone, die nur stark ist und nie schwach. Ich wollte eine echte Frau. Das ist mir das Allerwichtigste. Und aber klar habe ich eine Schwäche für starke Frauen. Opfer fände ich sehr langweilig als Protagonistin.
Habe ich ein Glück. Wahnsinn. Sehr, sehr glücklich über diese Sprecherwahl. Ich habe sie ja, wir haben ja viel drüber gesprochen, wer die perfekten Stimmen wären. Bin sehr, sehr happy damit, dass die beide zugesagt haben. Ein großes Glück. Ich glaube, die passen auch ganz, ganz toll zusammen. Werden diese Figuren wahrscheinlich total toll zum Leben erwecken. Ich war schon mit meinem letzten Hörbuch wahnsinnig glücklich. Damals mit Birgit Minichmayr und David Striesow. Und ich glaube, Nina Kunzendorf jetzt und Herr Pietschmann sind die perfekten Sprecher. Also großer Enthusiasmus bei mir. Ich bin sehr gespannt auf die Aufnahmen. Dass sie einfach so viele Facetten auch hat. Also das, ich mag zum einen natürlich auch einfach so banal ist, ist ihre Stimme sehr gerne. Sie hat einfach eine tolle Stimme. Und sie kann halt beides. Sie kann Stärke, sie kann Schwäche, sie kann tough klingen. Sie kann aber auch was Zartes haben, was meine Figur auch hat. Denn niemand ist immer nur stark oder nur schwach. Und ich glaube, sie kann das wahnsinnig toll austarieren, diese Psychologie, die ich diesen Figuren eingeschrieben habe. Meine Figur ist ja diese starke, alleinerziehende Frau. Sie ist Mutter, sie hat großen Verlust erlebt. Sie ist eine Kämpferin, sie ist sehr sportlich, sie ist sehr cool. Und das alles, ganz viele Gegensätze sind in dieser Figur vereint. Ich glaube, Nina Kunzendorf ist perfekt dafür. Ja, ich kann nach wie vor unbehelligt schreiben. Das ist so irre, weil sich einerseits total viel geändert hat und andererseits eigentlich überhaupt nichts, was ganz großartig ist. Zum Glück ist man ja als Autorin erstmal nicht so prominent wie ein Schauspieler oder ein Popstar, dass man behelligt würde, wenn man durch die Gegend geht. Erkannt wird man in Buchhandlungen oder wenn man auf irgendwelchen Branchen-Events ist. Aber zum Glück kann ich ganz normal durch die Gegend laufen und gemütlich schreiben und werde sehr in Ruhe gelassen. Ab und zu möchte mal jemand buchsigniert haben, das mache ich dann wahnsinnig gerne. Aber ansonsten ist alles wie immer und das ist sehr schön. Oder? Absolut, ja. Ich muss bei Interviews auch immer mich total konzentrieren, keine Gegenfragen zu stellen, weil ich viel lieber frage als antworte, weil mich auch immer das Gegenüber total interessiert. Da zieht man ja auch total viel draus als Autorin. Und ja, das ist total wichtig. Ich weiß nicht, vielleicht ist es eine enttäuschende Antwort, weil es vielleicht ein bisschen banal ist, denn wir haben in 21 Länder verkauft und einen Hollywood-Deal und das ist alles total irre. Aber für mich war der schönste Moment, als ich das zum ersten Mal das erste Vorab-Exemplar von meinem Buch in der Hand gehalten habe. Ich habe geweint. Es war so die Kulmination von 10 Jahren Arbeit. Ich habe ja schon lange vorher geschrieben, keinen Verlag gefunden, ganz, ganz viele Bücher gemacht, es hat nie geklappt. Und das war für mich der schönste Moment. Das ist der Moment, der, ja, so wie man sagt, ein Defining Moment. Das war einfach so toll. Und alles andere war das dann so die Kirsche auf dem Sahnehäubchen. Aber das war wirklich der beste Moment. Hollywood ist toll. Ich will nichts sagen gegen einen Hollywood-Vertrag. Oder gegen eine Oscar-nominierte Drehbuchautorin, die das Buch adaptiert. Das ist alles total irre, ne? Toll. Wahnsinn. Ich bin jetzt mit Autoren befreundet, die ich vorher auf der Buchmesse gestalkt habe. Weißt du, so als Leserin. Oder war in Amsterdam unterwegs und habe in einem schicken Hotel Interviews gegeben und nebenan hat Karl-Uwe Knausgard Interviews gegeben. Das sind irre, irre Momente, aber die Arbeit und das Buch an sich, das war für mich tatsächlich das Schönste, so banal das vielleicht klingt. Oder? Ja, ich lese wahnsinnig gerne. Ich bin immer unglaublich aufgeregt, nach wie vor. Ich habe unglaublich viel aus der Falle gelesen, bin richtig viel rumgereist, bin immer noch aufgeregt, wie nur was, vor jeder Lesung. Aber es ist schön, Leser zu sehen, es ist schön, hinterher mit denen zu sprechen, es ist schön, denen was vorzulesen. Und ich mache das wahnsinnig gerne. Ich werde auch unglaublich viel aus der Wahrheit lesen, schon ganz viele Termine. Ich glaube, ich habe jetzt schon in den paar Monaten nach Erscheinen mehr Lesungstermine, als ich für die Falle komplett hatte. Also es wird auf jeden Fall eine große und umfassende Lesereise. Und ich kann es nicht erwarten. Es wird bestimmt nett.